120 km/h Spitze. Damit gehört der CLK GTR sicher zu den schnellsten Straßenfahrzeugen der Welt. Und ganz sicher gehört er auch zu den teuersten. Anschaffungspreis 3.074.000 Mark. Ein Preis, für den man durchaus eine Gegenleistung erwarten kann. Zum Beispiel einen Mittelmotor. 621 PS, fast 7 Liter Hubraum und sagenhafte 775 Newtonmeter Drehmoment. Dieses Triebwerk sorgt für Emotionen. Die Beschleunigung von 0 auf 100 absolviert der CLK GTR laut AMG in 3,8 Sekunden. Der CLK GTR hat seine Wurzeln im Motorsport. Eine Carbon-Karosserie, 6-Gang-Renngetriebe und Einzelradaufhängung. Nur die Nummernschilder zeugen davon, dass diese nur 1,16 Meter flache Fahrmaschine straßentauglich ist. Die optische Verbundenheit mit normalen Mercedes-Modellen, die das Kürzel CLK tragen, reduziert sich übrigens auf die Form von Kühlergrill und Scheinwerfern. Doch nicht nur der Preis macht diesen Vertreter aus dem Hause AMG zu etwas Besonderem. Der CLK GTR wurde in limitierter Auflage nur 25 Mal gebaut. Über 3 Millionen Mark bei Sauwetter unterwegs. Doch auch Besitzer Michael Eschmann aus Gummersbach findet, dass dieses Auto einfach zu wertvoll ist, um es in einer Sammlung verstauben zu lassen. Immerhin hat AMG den Boliden mit ASR ausgestattet und somit regentauglich gemacht. Ein nervöser Gasfuß ist dennoch wenig ratsam, denn der Motor reagiert auf jede Regung des Gaspedals mit extremem Leistungseinsatz an der Hinterachse. Wer das Pedal dennoch voll durchdrückt, ist laut AMG nach 9,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 200. Natürlich nur auf trockener Fahrbahn. Hinter dem Fahrersitz gibt's 12 Zylinder in V-Form. 4 Ventile pro Brennraum sorgen für schnelle Gaswechsel. Alles Motorsporttechnik pur. Sogar die automatische Feuerlöschanlage für den Motor. Sind die Drosselklappen dauerhaft geöffnet, sind die versprochenen 21,6 Liter Verbrauch an Super Plus pro 100 Kilometer wohl kaum einzuhalten. Sehr bewegliche Fahrer gelangen über die knapp 50 cm dicken Schweller ins Monocoque. Wer es schafft, wird mit durchaus luxuriösem Ambiente belohnt. Geschaltet wird natürlich per Schaltwippen am Lenkrad. Der gute alte Schalthebel, schmückendes Accessoire. Nur fliegen ist schöner oder doch nicht. Der Tag mit dem CLK GTR endet direkt neben der Landebahn. Doch der nächste Ausflug kommt bestimmt.